Den Fokus richtig setzen. Wir lesen in Sacharja 5, Vers 5, und der Engel, der mit mir redete, trat hervor und sprach zu mir, hebe deine Augen auf und sieh. Hier sehen wir etwas ganz Wichtiges, nämlich wir sind hier mit hineingenommen in diesen geistlichen Blick und die geistliche Erfahrung, die da Sacharja macht. Und der Engel richtet seinen Blick jetzt auf das, was davon liegt. Und dazu ist etwas nötig, nämlich er sagt, hebe deine Augen, erhebe dich, schau mal hin, fokussiere das. Die Bibel sagt es uns ganz ähnlich. Jesus nämlich sagt, wenn all diese Dinge geschehen, nämlich all diese Gerichte, all diese Kriege, all diese furchtbaren Dinge, die ja in dieser Welt sind, dann hebt eure Häupter, schaut, denn das Ende naht. Ja, auf was sollen wir denn schauen? Auf Jesus. Und das ist so, so wichtig. Ich glaube, der Feind, er liebt es, uns zu zeigen, was alles durcheinander, was alles schlimm, was alles herausfordernd, was alles katastrophal ist. Und natürlich neigen wir als Menschen dazu, dann so unseren Blick auch darauf zu richten. Denn natürlich, Krankheiten sind real und Nöte und Sorgen und Probleme, all das fühlt sich ja und ist ja dann auch spürbar und erlebbar. Doch zeigt uns die Bibel immer wieder, dass wir einen geistlichen Blick brauchen. Heb deine Augen auf und sieh, was siehst du davon? Nämlich nicht zurückblicken, nicht nach unten schauen, sondern nach vorne schauen. Es ist ganz wichtig, wenn wir Fahrrad fahren oder wenn wir laufen gehen, spazieren gehen. Natürlich können wir sagen, wenn ich irgendwo langlaufe, oh, ich schaue nach unten und es ist alles so furchtbar und so traurig und so schwierig. Und dann am Ende werde ich mich sogar verlaufen, weil ich nicht so richtig die Orientierung habe. Nein, ich glaube, der Heilige Geist will uns immer wieder diesen Fokus schenken nach vorne, auf die Möglichkeiten und auf die Realitäten Gottes. Wir sehen das im Alten Testament, da ist ja immer der Prophet und der Feind kommt und umzingelt die ganze Stadt und sein Gehilfe hat furchtbare Angst und sagt, wir sind verloren, wir sind verloren. Aber er betet dann und sagt, Gott öffne ihm die Augen. Und was sieht er dann? Er sieht die Realität der Streitmacht Gottes. Er sieht, da sind ja viel mehr für uns als gegen uns. Das hat er vorher nicht gesehen. Möge Gott uns doch immer wieder diesen Fokus schenken, dass wir nicht verzweifeln an den alltäglichen und an den Nöten und Problemen des Alltages. Ja, sie sind da. Aber Jesus sagt, obwohl wir in dieser Welt Bedrängnis haben, er hat überwunden. Und ihr Lieben, das brauchen wir tagtäglich. Ich wie du, jeder Mensch letztendlich. Und wie gut, dass wir als Kinder Gottes wissen, wir müssen nicht irgendwie an irgendwas glauben, nein, sondern der lebendige Gott, er ist da, er ist real und er will genau das schenken, unsere Augen öffnen für seine Dimensionen, für seine Herrlichkeit, für seine Freude. Und da ist selbst im größten Leid noch Freude, da ist selbst im größten Schmerz noch Trost. Da ist eine Hoffnung, die sogar über dieses Leben hinausgeht. Wie gut, wenn wir uns dahingegen ausrichten. So lasst uns doch unsere Augen öffnen im Geist. Lasst uns beten und ausrichten, Heiliger Geist. Öffne uns die Dimensionen, die uns so oft verborgen sind, dass du treu, gerecht, wunderbar in deiner Allmacht über all die Dinge unseres Alltages stehst. Und lass uns deswegen hoffnungsvoll und freudevoll sein in dieser Sicherheit. Du bist der, der das Leben, der uns in seiner Hand hält. Darum lasst uns den Fokus richtig setzen. Gott segne euch und wir sehen uns gerne wieder.